That ain't gonna happen no time soon. Oh je. Horizon hat nun schon zum zweiten Mal das Pech, neben einem deutlich besser aufgenommenen Spiel herauszukommen. Bei Zero Dawn war es Breath of the Wild, jetzt ist's Elden Ring. Genau deswegen hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich mal meine Gedanken zum Spiel zusammenfassen kann. Und das ist dieses Mal gar nicht so einfach, denn mir gefällt Horizon Forbidden West unglaublich gut, finde aber auch insbesondere den Anfang sehr, sehr holprig. Weswegen ich es dieses Mal ein wenig teile und erst zeige, was viele Spiele bei einer Fortsetzung oftmals am Anfang versemmeln und wieso Forbidden West trotz einiger Mängel einfach nur die beste Art von Beschäftigungstherapie ist, die man aktuell erleben kann. Zum Start erzählt euch Forbidden West nochmal kurz, was eigentlich zuvor passiert ist. Das geht auch völlig klar, immerhin sind die Twists von Zero Dawn wichtig und auch wirklich wert, noch einmal kurz erlebt zu werden. Aber dann... I'm running out of time, Elizabeth. The land is dying. Sieht eigentlich cool aus, oder? Aber das sieht halt 1:1 wie ein Trailer aus. Und das ist ein großes Problem. Aloy erzählt von einer Seuche, von ihrem Auftrag, reite durch die Natur, erzählt von einem Traum und ist dann irgendwann mit Val hier und sucht etwas, nämlich ein Backup von Gaia. Problem Nummer 1, bis ihr spielt, vergehen locker 10 Minuten, in denen Sequenz nach Sequenz kommt und das Spiel euch in alles Wichtige einführt. Also, was jetzt in der Welt los ist und vor allem, was das neue Ziel ist oder vielmehr die neue Bedrohung. Diese rote, alles vernichtende Seuche nämlich. Die Zusammenfassung von Teil 1 ergibt ja durchaus Sinn. Aber warum erzählt der Anfang den neuen Plotkern eher so nebenbei? Das Ende von Teil 1 hat zwar vieles angedeutet, aber es wurde eben noch nicht die große neue Bedrohung verraten. Wer nur Teil 1 gespielt und nicht jeden Trailer gesehen hat, für den ist diese Seuche komplett neu. Man kann also schon ziemlich mit dieser Bedrohung hier überfordert sein, weil sie doch recht plötzlich aufploppt. Und das ist hier auch das Problem. Forbidden West geht davon aus, dass ihr alles schon wisst, was bekannt gegeben wurde. Dass ihr jedes Video schon gesehen habt und die neue Prämisse schon kennt. Und schaut man sich mit diesem Wissen diese erste Sequenz nochmal an, dann wirkt das auch eher wie ein zweites kleines Recap. Und dann ergibt diese Machart auch plötzlich viel mehr Sinn. It won't be long before we hit the point of no return. Es ist aber eben vor allem auch eines: verdammt schlechtes Storytelling. Und das wirkt sich zusammen mit dem nächsten Problem auch auf den gesamten Einstieg negativ aus. Und Problem Nummer 2 ist nämlich, dass ihr Aloy seit dem letzten Teil nicht mehr wirklich gesehen habt. Es ist halt auch die Rückkehr zu ihr und zu ihrer persönlichen Geschichte. Weil ihr Aloy steuert, fühlt ihr euch mit ihr verbunden. Wenn der Anfang euch nun die Kontrolle erst zu spät überreicht, wirkt es nicht wie ein Nachhausekommen, sondern eben noch einmal wie eine Trailerparade, die dann eher zufällig ins Spiel übergeht. Das ist kein gutes Gefühl. These plants don't look like the ones in the sacred lands. Und Problem Nummer 3, ihr seht so viel, was das Gameplay ausmacht, nämlich Reisen, Reiten, Lagerfeuer, aber nichts davon führt euch wieder in alles ein. Das passiert erst mit Val, was reichlich merkwürdig wirkt. Wie hätte man das also besser machen können? Im Grunde ganz simpel. Alle Informationen über die Seuche, über Aloys neue Motivation, hättet ihr am besten in einem kleinen Level erst erfahren. Ihr hättet eine kleine Sequenz mit der Heldin gesehen, sie dann direkt gesteuert und erst dann die ganzen Neuigkeiten Stück für Stück selbst erspielt. Wenn ihr gleichzeitig die Motivation für Teil 2 kennenlernt und Aloy selbst kontrolliert, dann wirkt das auch direkt intensiver. Denn es ist nun mal auch ein Zurückkehren zu einer, naja, mehr oder weniger alten Freundin. Und das ignoriert dieser Anfang total. Es ist eher eine Checkliste, ein Abarbeiten von wichtigen Punkten, nach denen es dann losgeht. Das sorgt in der Konsequenz dafür, dass sich dieser Beginn so unglaublich lieblos anfühlt. Und um fair zu bleiben, dieses Problem haben wirklich einige Fortsetzungen. Prince of Persia: Warrior Within beginnt ebenfalls absolut merkwürdig und ohne Fingerspitzengefühl. Helix 2 verbindet die Teile durch die holprige Inszenierung mehr schlecht als recht miteinander. Und bei Devil May Cry war sowieso alles verkehrt. You called? Die richtige Brücke von einem Spiel zum anderen zu machen, fällt also mehreren Studios in den letzten Jahrzehnten schwer, aber wisst ihr, wieso mich das hier so sehr stört? Weil die Macher und Macherinnen das offensichtlich schon konnten. Nach diesem ganzen merkwürdigen Tutorial gibt es einen Anfang, der genau das alles tut, was ich gerade gesagt habe. Ihr kehrt zurück nach Meridian, wo ihr diesen vertrauten Turm erklettern dürft, bei dem ihr etwas Wichtiges herausfindet und dann seht ihr auch noch alte Bekannte wieder, dürft mit ihnen optional reden, also das alles selbst aktiv steuern und lernt dann noch mehr über Aloy.
Aloy und was sie so seit dem Ende von Teil 1 gemacht hat. Das wäre ein toller Anfang gewesen. Das hat mich auch erst wieder so richtig in die Welt gesogen und mich daran erinnert, wieso ich das hier alles so toll fand. Es kam nur locker anderthalb Stunden zu spät. Wouldn't miss it, even if you did leave us hanging after the big battle. Vanasha, stop. Auf dieser positiven Note reiten wir aber auch direkt weiter, denn obwohl Forbidden West den Anfang etwas versemmelt und leider auch etwas das Ende, ist die Reise zwischen diesen Punkten eine der schönsten und tollsten Open-World-Erfahrungen, die man aktuell erleben kann. Das fängt schon ganz einfach bei den Geschichten an. Ich beschränke mich hier jetzt extra auf den Anfang, weil ihr den Rest schön selbst erleben sollt. In Dornrücken könnt ihr anfangs Halt machen, müsst es aber nicht unbedingt. Wenn ihr es aber tut, erhaltet ihr direkt ein paar Nebenmissionen, die allesamt wunderbar mit dem Ort verknüpft sind. Erstmal gibt es ein Wiedersehen mit Petra, dann hört ihr irgendwas von einem gewissen Ulvund, der in dem Dorf ein riesiges Problem ist. Irgendwie war er wohl bei der Gründung des Ortes dabei und spielt sich jetzt als großer Macker auf. Und die Quests greifen das alle irgendwie wieder auf. Hier geht's zum Steinbruch, der wegen Ulvunds Unvermögen nicht richtig läuft. Hier müssen wir eine neue Pfanne und Zutaten organisieren, weil wegen dem Dorfdeppen die Männer alle die Kantine einrennen. Und das fühlt sich einfach gut an, weil alles nachvollziehbar ist und es immer einen guten Grund gibt zu helfen. Dass die Missionen dann ebenfalls abwechslungsreich ausfallen und mit Klettern, Kämpfen und Schleichen gut unterhalten ist dann fast nur noch ein netter Bonus. Hey, und trotzdem ist die nächste Stärke auch schon wie in Teil 1 das Kämpfen an sich. Es macht einfach viel, viel Spaß, gegen mechanische Dinos zu kämpfen, weil es sind verdammte Robo-Dinos. Das und weil sie halt auch eine echte Gefahr sind. Die können euch im Handumdrehen ausschalten, weswegen simples Draufballern mit Bogen oder Draufkloppen mit Stab nichts bringt. Die Schwachstellen scannen, bestimmte Teile abschießen, ausweichen oder einfach direkt anschleichen, das sind viele Optionen, die die Kämpfe durchweg interessant halten. Zumal die Steuerung auch einen guten Sprung nach vorne gemacht hat. Zum einen zielt ihr mit Bewegungssteuerung des Controllers nun unglaublich präzise, das solltet ihr also unbedingt anschalten. Zum anderen gibt es jetzt direkt eine Funktion, mit der ihr kurzzeitig die Zeit verlangsamt. Und das macht die ganze Angelegenheit so viel entspannter, ohne dass es zu simpel wird, denn die Leiste ist schnell verbraucht. Eine tolle Ergänzung. Der dritte positive Aspekt des Spiels ist Geschmackssache, funktioniert bei mir aber einfach blendend. Ich bin nämlich, wie ihr wisst, ein alter Assassin's Creed-Fan. Ich mag es, wenn ich auf der Karte sehe, was ich wo tun kann. Entsprechend erschlägt mich eine Übersicht wie die von Forbidden West nicht. Im Gegenteil. Ich sehe die ganzen Symbole und denke eher, wie cool, dass ich hier alles noch machen und erleben kann. Zumal die Verquickung von Quests hier gut hineinspielt. Ich bekomme etwas Story-Unterfütterung, muss aber auch nicht immer zu gut aufpassen. Es ist halt kein Shakespeare. Ich kann das einfach spielen, einfach genießen und weiß ja schon dank Questlog oder Symbolen, was hier abgeht. Ja, im Kern ist das nichts anderes als die Beschäftigungstherapie in Assassin's Creed Valhalla, aber eben mit cooleren Gefechten und für mich auch besseren Geschichten. Und das gilt jetzt auch nur bei Standard-Open-World-Spielen, die nach dem bekannten etablierten Schema funktionieren. Also Hauptquests, Nebenquests und tertiäre Beschäftigungen aller Herausforderungen. Bei Ghost of Tsushima hat mich das noch eher genervt, weil es auf der einen Seite eine tolle, neue Erfahrung mit wenigen Einblendungen sein wollte und dann doch das exakt gleiche wie alle Konkurrenten darunter versteckte. Und das macht Horizon eben nicht. Es tut nicht so, als ob es eine neue Offenbarung wäre, und dann ist so eine Karte äußerst angenehm. Und dann kommen wir schon zum letzten Punkt. Horizon Forbidden West sieht unverschämt gut aus. Dieses Spiel ist so hübsch, dass ich manchmal stehen bleibe und einfach nur begeistert ein einzelnes Blatt anschaue und nicht fassen kann, dass das so toll aussieht. Natürlich ist Grafik nicht alles, im Gegenteil, aber dieses Spiel hat ja eben auch wirklich eingängige und tolle Mechaniken. Und wenn das alles dann noch in einer so tollen Optik eingebettet ist, dann ist das einfach phänomenal. In so einer Welt erkunde ich gerne, in so einer Welt lasse ich mich gerne berieseln, eben weil ich allein durchs Zuschauen schon genug schönes Feedback erhalte. Fassen wir nochmal zusammen. Der Anfang von Forbidden West ist wirklich ausbaufähig. Aber meine Güte, ich kann diesem kleinen Schlingel von einem Spiel einfach nicht böse sein. Ja, es ist ein Open-World-Spiel nach Schema F. Aber anders als Ghost of Tsushima bin ich hier wirklich durch die Optik und das Bewusstsein für das, was das Spiel wirklich sein will, schon mehr als abgeholt. Anders als bei Valhalla bekomme ich hier zudem auch eine durchgehende Handlung serviert, die nicht merkwürdig segregiert wurde. Ich bekomme genau das, was ich erwartet habe, in hoher Qualität. Könnte ich mich noch übers Ende ärgern?
darüber, dass immer nervige Animationen beim Aufsammeln kommen und die Geschichte insgesamt dann doch nicht so gut wie in Teil 1 ist. Klar, aber ganz ehrlich, ich habe einfach so viel Spaß hierbei, dass mir das bei so vielen tollen Stunden einfach egal ist. Forbidden West ist eben das, was Ubisoft gerne oftmals bieten würde, die beste Art von Beschäftigungstherapie.